einfach schön bei dir zu sein. Man ist immer gedacht, es ist einfacher, nach Imst zu kommen, als nach Uganda zu fliegen, um dich zu treffen. Gell? Vorab stelle ich dir die ZEP Kompakt vor. Eine Zeitschrift, die sich mit der Entwicklung unserer Gesellschaft aus der Perspektive christlicher Werte befasst. Hier diese spezielle Ausgabe zur Bundestagswahl. Du hast die Wahl und damit echten Einfluss. Damit machen wir Christen besonders Mut, ihre Verantwortung zu erkennen. Wenn wir mit Freunden beten, wird das zum Zünglein an der Waage. In dem Heft erfährst du von der Kraft der 2 oder 3 und über den Faktor 100. Diese Ausgabe zu lesen lohnt sich auf jeden Fall. Du wirst sehen, es gibt keinen Grund zur Resignation. Es ist auch sinnvoll, diese Ausgabe großzügig weiterzugeben. Es ist eine Möglichkeit, zur aktiven Meinungsbildung beizutragen. Hier werden Fragen gestellt, die eindeutig zum Nachdenken anregen. Unten in der Beschreibung gibt es einen Link zur kostenlosen Leseprobe. Schau mal hinein, du wirst begeistert sein. Hast du zufällig mitbekommen, jetzt bei dieser Flutkatastrophe, dass der deutsche Ort, der am stärksten betroffen war, Schuld heißt? Nein. Und dass in Belgien der Ort, der am meisten betroffen wurde, im Französischen den Wortstamm reinigen in sich hat? Wow. Und dann gibt es noch einen Ort, der heißt Blesme. Wie Blesme. Und was ich daraus gehört habe, ist, dass Gott ruft, Reinigung. Bekennt eure Schuld, amen. Damit ich euch reinigen kann, amen. Und euch segnen kann. Amen, amen, amen. Das ist so, so offensichtlich. Weißt, diese Namen sind dann ewig, immer schon die Orte, ja. Haben immer schon so geheißen. Gell? Ja. Und warum die jetzt gerade so in den Mittelpunkt gestellt wurden. Damit den Leuten die Augen geöffnet werden. Dass sie erkennen. Gell? Dass sie erkennen. Ja. Gott ist ein liebender Gott, aber er kann Sünde nicht segnen. Weil Sünde führt zum Tod. Und als Außenstehender sieht man das noch viel besser, weißt du? Und wir beten sehr viel um Herzensumkehr. Natürlich gehören da die Obersten dazu. Er hat mir auch ganz am Anfang, wie das gekommen ist, gesagt, lieber Gott, wir haben nichts zu tun mit dem saublöden Coronavirus. Wir sind Unschuldiger, bitte straf uns nicht. Und nimm das ganze Werk mit den Tausenden von Menschen in Uganda und auch die ganzen Paten in Europa mit ihren Familien, nimm sie in eine Blase der Gunst, in eine Blase der Gnade, in eine Blase des Wohlwollens, in eine Blase der Gesundheit. Einfach alles haben wir sie hineingelegt. Und wir haben es so erlebt. Für uns waren die letzten 1,5 Jahre die gesegnetsten Jahre. Wir konnten alles tun, was Gott uns ans Herz gelegt hat, auch finanziell. Ich konnte meine über 1000 Mitarbeiter durchbezahlen durch die ganze Krise. Obwohl sie manche zu Hause gesessen haben, keiner Hunger gelitten. Und dann haben sie gesagt, Mama, jetzt wissen wir, Vision für Afrika ist nicht unter deiner Leitung, sondern unter der Leitung von Gott selbst. Und das ist für mich die allerwunderbarste Erkenntnis für meine Mitarbeiter. Ehrlich, wenn einer sagen würde, ich bin der Chef, dann hau ich raus. Weil Lügner können wir nicht haben. Das ist ein Werk, das Gott gegründet hat und er führt zur Vollendung. Und ich glaube, so müssen wir leben, dass Gott verherrlicht wird. Genau. Und dann wird er viel mehr tun können, als wir je zustande bringen. Wenn ich mal schaue, 2000 Jahre hat uns Gott laue Leine gegeben, was haben wir gemacht? Alles haben wir verdreckt. Ja. Vieles verloren von dem, was am Anfang schon da war. Gell? Wenn ich Wasser bringe von frisch gegrabenen Bohrlöchern in Uganda und es hier prüfen lasse, war immer die erste Frage, wo ist das Wasser her? Dann habe ich gesagt, wieso stimmt was nicht? Na Moment, wo ist das Wasser her? Dann haben sie gesagt, von Europa ist das nie. Ich sage, ja, das stimmt, das ist von Afrika. Jede Stelle hat gesagt, kein Platz in Europa kann noch solches Wasser liefern. Tatsächlich. Total ausgeglichen. Wir haben einen Haufen Selen im Wasser, weil alle Mineralien sind drinnen. Du kannst das Wasser bei uns trinken und du hast die beste Gesundheit. Die beste Gesundheit. Aber wir haben alles verdorben
durch den Kunstdünger, durch die ganzen Medikamente, die da hineingehen. Absolut, ja. Und bei uns wären ja Frauen schon unfruchtbar, nur dass, wenn sie das Wasser trinken von der Pille, die da, was da alles reingeht. Wir haben alle, ein Freund von mir ging einen Fisch kaufen und dann sagt der Verkäufer, soll ich ihn in einen Plastiksackel geben? Und hat der gesagt, na, der ist schon innen drin. Weißt du, wenn ich mir nur denke, wie viel schöner die Fahrbahnen sind, seit nicht mehr so viel Flugverkehr ist. Genau. Weil die Luft viel besser ist. Ja. Wir haben und man hört die Vögel zwitschern mehr. Ja, die Vögel. Also wir haben bei uns ja gerade die Flugschneise nach Stuttgart. Ja. Und wie das ausgefallen ist, hat man das Gefühl gehabt, die Vögel singen lauter. Gell? Genau. Nur weil das andere Geräusch weg war, ist das deutlicher geworden. Genau. In Venedig sind die Delfine wieder eingezogen, weil das Wasser so sauber ist. Verstehst? Bei mir wächst alles in Afrika viel schneller jetzt. Also erstens einmal haben wir herrlichen Regen, aber keine Überschwemmungen. Mhm. Herrlichen Regen, weil so, dass es richtig reingeht. Und die Luft ist viel sauberer. Mhm. Also für mich ist es ein Aufatmen der ganzen Welt. Richtig, ja, absolut. Durch diese Begrenzung. Ja. Ja. Ja, also. Und die Gemeinde hätte das besser nützen können, ja. Weil, also ich bin ja ein Freak von der sogenannten Molekulartheologie. Gell? Und was ist das? Wenn zwei oder drei Atome zusammenkommen, hast du ein H2O-Molekül. Gell? Wirklich? Und, von der Bibel was weiter? Nein, ich sage das jetzt nur als Gleichnis. Gell? Ja. Der Körper besteht aus 80% Wasser. Gell? Ja. Und es ist das kleinste Molekül mit drei Atomen. Halleluja. Und wenn das Wort sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen, Halleluja. Dann offenbart sich Christus. Gell? Na, das ist unwahrscheinlich. Und wenn jetzt aber der Leib aus Einzelatomen besteht, aha, dann hast du nicht einmal einen Leib. Weil der Leib braucht das kleinste Einheit, das Molekül. Gell? Diese Einzelkünstler im Reich Gottes. Die DNA hat 5 Aminobausteine. Aha. Und das ist das Programm des Körpers. Gell? Das ist ja das Computerprogramm. Und wenn diese 5 Bausteine nicht zusammen sind, dann hast du möglicherweise einen Krebs oder sonst irgendeine Unordnung im Leib. Gell? Ja, ja. Und wenn man jetzt diese 5 hernimmt, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die dann dazu da sind, um die auszurüsten zum Dienst, damit der Leib zum Vollmaß der Fülle kommt. Gell? Wow. Das ist praktisch der Körper sichtbar. Und das ist jetzt einfach aus der Biologie ein Gleichnis auf das, was dein Leib Christi ausmacht. Gell? Also das wäre jetzt gerade in dieser Einschränkung, hätte man sich so schön auf das fokussieren können und das entwickeln, damit es lebendig wird. Gell? Weil wenn der kleine Zelle lebendig ist, dann kann eine große Sache auch lebendiger sein. Genau. Wenn die kleine nicht stimmt, dann kann die große nie hinkommen. Amen. Gell? Und das ist irgendwo das, was ich eigentlich empfunden habe, was Gott eigentlich auch wollte. Oder ein Freund von mir, der hat in Ruanda jede Menge von Hauskirchen gegründet. Der ist nämlich aus Versehen in den Lockdown gekommen in Ruanda und konnte nicht mehr heim. Gell? Und der hat die Zeit genützt und hat da ohne Menge viele Hauskirchen gegründet. Gell? Und das ist dann über rausgegangen, das hat sich dann schon ausgebreitet über Ruanda hinaus dann. Ja. Du, wir sprotzen nur vor Hauskirchen in Uganda. Ja. Und dann hat mir jemand ein WhatsApp geschickt, wo der Teufel zu lieben Gott sagt, ich habe gerade die Kirche geschlossen. Und dann sagt der Herr, aber ich habe Hunderttausende von Hauskirchen geöffnet. Und Hauskirchen waren die Originalform. Ja. Sie trafen sich in den Häusern und brachen täglich. Und haben sich im gemeinsamen Gebet. Ja, so, jetzt wollte ich noch was sagen. Weißt du, wie Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Da hat er Satan gesagt, jetzt ist alles bezahlt. Ja. Ich habe alles erledigt, es ist vollbracht. Und dann ist er, weißt du, und Jesus ist nie getötet worden. Jesus hat seinen Geist aufgegeben. Mhm. Und wie als Gott, den konnte man nicht töten. Unsere Sünde hat ihn getötet. Ja. Und wie der den Speer reingegeben hat, war schon Blut und Wasser. Das war schon alles erledigt. Und dann ist er vom Kreuz direkt in die Unterwelt und hat Satan alle Rechte abgenommen, die Satan durch Hochverrat von Adam und Eva bekommen hat. Genau. Und weil er keine Sünde mehr an sich hatte, denn der Sünde sollte ist tot, also hat Tod keinerlei Kontrolle mehr über ihn gehabt, konnte er aus eigener Kraft auferstehen. Und dann hat er 40 Tage Reich Gottes Prinzipien gepredigt.
Und auch schon vorher hat er uns ja gelehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gebetet haben wir's. Wir haben es gelebt. Aber leere Worte sind es worden, gell? Wir sind aus der Kirche raus, ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Ich meine, es ist ja eben Gott, dein Wille geschehe, setzt voraus, dass ich seinen Willen kenne. Ja. Und dann ist es nicht ein Gebet, sondern ist es ein Befehl. Amen. Und wenn ich nicht hören kann, so wie es in der Offenbarung hat, der Ohren hat, der höre, ja, genau. Dann kann ich nicht wissen, was sein Wille genau, ist. Gell? Genau. Und wenn ich das nicht hören kann, kann ich es auch nicht aussprechen. Ja. Weißt du, jetzt schlage ich es gerade auf. Aber für mich im Alten Testament, 5. Mose 28, über Segen und Fluch, ja, da steht nämlich ganz klar, wenn ist für mich das wichtigste Wort in der Bibel, wenn wir das tun, was Gott sagt, dann tut er, was er verheißt. Ja. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und dann kommen die Segnungen. Und wisst ihr, die Segnungen gehen bis Vers 14. Die Segnungen, also unwahrscheinlich, müsst ihr auch durchlesen. Aber dann kommt, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, alle seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Und dann sind, weißt du jetzt, was er macht, die Flüche sind 55 Flüche. Das muss man sich durchlesen. Das gilt auch heute noch. Jesus sagt, wer mich liebt, wird mir gehorchen. Und weißt du, er hat natürlich die ganzen Gesetze in zwei Gesetze. Gott lieben mit ganzem Herzen, mit allem Sein und den Nächsten lieben wie dich selbst. Genau. Und da steht alles drin. Ich meine, das macht es ja an sich einfacher, weil wenn es die 133 Gesetze des alten Bundes... Das ja aus 10 gemacht haben. Dann hast du schon deine, dann kommst du schon zum Schwitzen, ja. Gell? Weißt du, aber wenn du jetzt der wirklich, Buchstabe tötet. Ja, natürlich. Und wenn Jesus wirklich... Das, ich finde das so wahnsinnig, wenn es heißt, er in mir und ich in ihm. Weißt, ich nenne das Koinonia und ich vergleiche das immer, wenn du den Zucker in einen Kaffee gibst und umrührst. Gell? Ja, dann hat der Zucker und der Kaffee haben Koinonia. Ja, dann kannst du sie nie mehr auseinandernehmen. Amen. Und so sollte eigentlich das sein, wenn Christus in mir und ich in ihm bin, dass das nicht mehr auseinandernehmen genau. Weiß, gell? Genau. Ja, und weißt du, es ist so, wir sind jetzt wirklich in dem Strom des Heiligen Geistes. Und da schreibt Gott die Gesetze in unser Herz. Genau. Und da kannst du wirklich, wenn du dich permanent auslieferst, der Stimme Gottes und sagst, Herr, mit mir kannst du machen, was du willst. Genau. Dann kannst du dieser inneren Weisung folgen. Ja. Und dann bist du hundertprozentig im Strom der Gnade Gottes. Und das ist nicht eine Gesetzlichkeit, die nein, da passiert. Nein, das ist ein Leben. Das kommt Beziehung. Aus dem Herzen heraus. Beziehung, das Herzensbeziehung. Ist ein Wunsch danach Amen. So zu sein. Gell? Ein gutes Beispiel hat einmal, ist passiert, wie einer meiner Söhne vom Großvater den Rasen gemäht hat. Gell? Und er hat die ganzen Margeriten stehen lassen, ohne dass er dafür einen Befehl gekriegt hat. Aha. Und genau das war der Herzenswunsch meines Großvaters, dass die Margeriten stehen bleiben. Und das ist so ein schönes Bild gewesen. Wunderbar. Die Kinder haben das Herzen vom Großvater gespürt, ja. Ohne dass sie einen Befehl gekriegt haben. Amen. Und haben quasi den Willen des Großvaters ausgeführt, ohne dass sie einen Auftrag dafür gekriegt haben. Amen. Und so stelle ich mir das vor, wenn wir im Herzen seinen Willen empfangen. Gell? Amen, Amen. Da ist es kein Krampf. Da sind wir eben in einem Strom der Gemeinsamkeit. Ja, zum Beispiel heißt es ja im Psalmen, habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ja. Da kannst du fließen. Oder, wie du gesagt hast, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geben. Oder suchet, da musst du aufmachen. Suche, da kann nicht sitzen bleiben. Da muss anfangen suchen. Suchet zuerst, das Wichtigste, mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Mhm. Ich kann da nur sagen, ich werde vor Zufällen manchmal erschlagen. Das ist unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Also ich brauche mir überhaupt keine Sorgen machen, wie meine Familie versorgt wird. Oder zum Beispiel habe ich zum Herrn gesagt, ja, du sagst, ich bin Botschafterin Jesu Christi auf der Welt, du weißt, wie wenig Geld das ich habe, muss ich mich anziehen. Jetzt muss ich mich so wie als Botschafterin anziehen. Ja. Mhm.
Ich kriege die schönsten Kleider um 10 Euro an Straßenmärkten. Und die Leute kennen mich schon. Und die behalten schon schöne Kleider auch für 10 Euro. Mehr zahle ich nicht. Ein Stück. Das war wieder 10 Euro. Und eine liebe Freundin, die ist Juwelierin und die schenkt mir alle halbe Jahre mal einen neuen Schmuck. Da habe ich ja schon gesagt, du, ich habe schon genug. Das ist ja eine Europäerin, eine ganz wunderbare Frau Gottes. Da hat sie gesagt, nur dass sie nicht gesagt hat, halt's Maul, ja. Ich habe gesagt, du bist still, ich gehorche und du sagst Danke. Und außerdem musst du es tragen. Ja, den ganzen Schmuck, den ihr an mir seht, ist Geschenk. Aber ich muss ihn tragen. Mhm. Zur Ehre Gottes. Zur Ehre, denn wir sind seine Braut. Er will, seine Botschafter, seine Christen, seine Kinder auf Erden sollten leuchten in jeder Hinsicht. Genau. Ja. Nicht nur, also auch der Charakter, aber auch im Aussehen. Wir sollen strahlen vor Freude.